hier Covid-19-Praxis eigentlich im Prinzip seit der ersten Stunde, so ich glaube es war so März, April 2020. Wir wussten, dass etwas auf uns zukommt, etwas Neuartiges und wollten uns eben dem stellen und qua Amt und Beruf eben diese Sache annehmen und uns nicht wegducken. Da es sich hier natürlich um eine infektiöse Erkrankung handelt, mussten wir eben den Publikumsverkehr oder den Patientenverkehr eben so regeln, dass wir eben eine getrennte und gesonderte Corona-Sprechstunde einführen mussten. Im Prinzip, was eben eine räumliche Trennung hatte, eine zeitliche Trennung hatte. Wir mussten auch die Patienten zum Teil draußen warten lassen und eben auch mit Anrufen reinbitten einzeln. Und wir brauchen natürlich auch die hygienischen Voraussetzungen brauchen immer noch die hygienischen Voraussetzungen, sprich Kleidung, also Handschuhe, Masken. Es gab natürlich erstmal eine Art von mentaler Herausforderung für uns alle, weil wir nicht wussten, was da kommt irgendwie. Es war natürlich ein bisschen auch Unruhe und Angst auch bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und dann gab es natürlich die ganz praktischen Probleme eben. Wo können wir diese Corona-Sprechstunde etablieren? In welchem Raum können wir das machen? Welche Voraussetzungen müssen wir sozusagen betrieblich schaffen? Welche zeitlichen Voraussetzungen müssen wir schaffen? Welche räumlichen? Und dann brauchen wir eben noch das Equipment und das Material. So wie sich die Pandemie natürlich verändert und so wie sich die Gesellschaft verändert und so wie sich die sozusagen auch allgemeine Atmosphäre verändert, so verändert sich natürlich auch unsere Sprechstunde im Prinzip. Aber das rein statische, sozusagen die Corona-Sprechstunde und das medizinische Arbeiten bleibt gleich. Das, was wir aber natürlich mitnehmen konnten in den letzten ein, zwei Jahren, natürlich zunehmend sozusagen Wissen und weitere Daten über diese Erkrankung, die uns eben in der Einschätzung der Erkrankung, was auch für den Moment und auch für den sozusagen längeren Verlauf eben deutlich hilft und helfen konnte jetzt natürlich. Also eins ist klar, das Coronavirus ist da, die Pandemie wird zwar natürlich irgendwann zu Ende sein, aber diese Erkrankung wird bleiben. Das, was ich mir wünschen würde, ist eben, dass wir wissen, dass es ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung ist und dass wir auch nach wie vor kooperativ und rücksichtsvoll miteinander umgehen, auch wenn es schwierig ist.